Frage, womit fangen wir an? Wir haben einfach so viele Sachen jetzt, die wir tatsächlich machen müssen. Also, wir fangen erstmal vielleicht 12 Holzscheite zu sägen. Zack. 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 So. Dann ist die Frage, was können wir hier noch machen? Warte mal. Brauchen wir die normalen Balken? Nee, brauchen wir nicht. Habe ich gesehen, haben wir tatsächlich noch jede Menge. Hier können wir ein Schwert machen, hier können wir eine Axt machen, was wir bestimmt auch bald tun müssen, denn wir haben auch das letzte Mal festgestellt, dass dieser beschissene Scheiß Schleifstein tatsächlich 10 Silbermünzen kostet. Und wie soll ich sagen, ne? Das ist doch schon übelste Abzocke, um das mal so zu formulieren. Wir könnten gleich mal gucken, ob wir was in den Ofen reinschmeißen können. Zack. Da müsste nämlich vom Predigen auf jeden Fall nochmal pennen gehen. Da habe ich zwar jetzt nicht eingehalten, mein Versprechen, was ich gesagt habe. Ich sagte ja, bei der nächsten Predigt steht hier neuer Kerzenständer. Vielleicht schaffen wir es auch vorneweg. Vielleicht schaffen wir es ja auch noch. Also pass auf. Wir brauchen Eisenmeißel. Was machen wir denn damit? Was machen wir mit dem Eisenmeißel? Weiß es jemand? Die Rüstung interessiert mich tatsächlich auch. Wir machen jetzt erstmal ein paar Holzplanken. Vielleicht so 7, 8, 9, 10. Komm, wir machen jetzt erstmal 10. Das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Wir müssen bestimmt gleich pennen gehen. Ist nicht schlimm. Da können wir nämlich auch gleich mal speichern, ehe wir wieder verflucht sind und irgendwo in schwarzen Bereichen festhängen. Wer weiß, ist vielleicht Satan, der ins Holen kommen will. Oder der sagt, komm in den Opferbereich. Oder es ist einfach nur ein Gamebug. Ich hoffe, euch da draußen geht es im Übrigen sehr, sehr gut. Es ist nämlich momentan schon wieder Erkältungszeit. Passend dazu regnet es hier. Regnet es hier. Sie erzählt von Erkältung und zack ist die Stimme weg, ne? Da ist doch auch irgendwas falsch. Sündezeit! Geil, wie es dann einfach komplett einfriert, ne? Ich frage mich immer die ganze Zeit, ist das so gewollt? War das so geplant, dass das so aussieht, dann. Vielleicht, um den Wechsel der Sündenzeit tatsächlich auch wahrzunehmen. Kann ja sein, dass das daher tatsächlich gewollt ist. Weiß ich nicht. Würde mich zumindest interessieren. Also, falls jemand weiß, ob das gewollt war, dass das Spiel dann so hängt. Ich habe jetzt immer so ein bisschen Angst, wenn wir hier runterlaufen, ne? Also, wobei, wollte ich hier runter? Nee, wollte ich nicht. Ich wollte jetzt tatsächlich. Guck mal, da hinten liegt noch Schrott rum. Sammeln wir es doch erstmal auf, vielleicht, ne? Also, ich glaube, aber vergrößern können wir es auch nicht, ne? Der hölzerne Schrein interessiert mich ja, aber wir werden tatsächlich. Ah, Räuchergefäß, das wollten wir auch noch hinstellen. Weil, schau mal einer, guck, so viel Platz haben wir gar nicht mehr. Aber ich bin dafür, wir stellen jetzt einfach. Ich habe versprochen, eine Kerze hinzustellen. Der hölzerne Schrein. Ach so, hölzerner Schrein ist das Ding, was da hinten steht, ne? Also was wir eh schon haben hier. Dieses hier. Ach so. Gut, da haben wir ja einen. Brauchen wir also nicht. Räuchergefäß reizt mich jetzt noch. Polierter Stein. Steinschneider 2. Haben wir nicht. Das heißt. Nee, haben wir nicht. Wir haben nur die 1, ne?
Ach, das ist sehr schade. Pass auf, dann lass uns einfach noch einen Kerzenständer hier hinstellen. Zack. So, Pip by Church. Jetzt haben wir es abgeschlossen. So ein bisschen. Da ist er! Hallo! Dann würde ich sagen, lasst uns beten, meine Freunde. Lasst uns beten. Und wir müssen gleich mal gucken hier. Schau mal, wir werden wahrscheinlich dann vielleicht einfach noch mal ein paar Grabumrahmungen machen. Oh, was liegt hier denn noch rum? Einfach mal eine Bestattungsurkunde, die hier völlig im Weg rumlag. Passiert, ne? Sollte es nicht. Ich weiß. Sollte es nicht. Packe ich irgendwas rein? Nö. Aber ich habe mein Versprechen eingehalten. Ich habe gesagt, nächstes Mal, wenn wir hier jetzt predigen, steht eine Kerze mehr. Sogar zwei. Lasset uns um diesen Segen beten. Ich würde gern ein paar Worte sagen. Unsere Kirche ist klasse. Und es gibt eine Kerze mehr. Toll, toll, toll. Und jetzt lasset uns um diesen Segen beten. Glauben mal vier. Wer hat nicht an mich geglaubt? Ihr seid doch mehr als vier. Ich sehe alles. Okay, toll. Ja, mehr Glauben. Und eure Spenden sind immer willkommen. Oh, eigentlich, ja, tolle Predigt. Eigentlich müssten wir hier so einen PayPal-Account noch hinmachen und Flyer am Ende verteilen. Wow, guck mal, das werden immer mehr. Bing. Ach, es ist die Musik. Es ist Musik in meinen blutenden Ohren. Ja doch, wir haben mehr verdient. 2,30. Das ist jetzt schon ein ganzes Bier, was wir uns verdient haben. Geil. Was heißt denn untersuchen? Hier ist nichts. War jemand vielleicht noch irgendwie in der Beichtkammer? Nee, die kommt wahrscheinlich an, nur heimlich. Oder wenn sie bei Horadrik rausgetorkelt kommen, sich denken, geh jetzt mal noch in die Beichten. Na, Freund, dir sollte ich doch auch irgendwas bringen. Ich weiß nur nicht mehr, was ich dir bringen sollte. Stimmt, und die linke Seite, die können wir ja theoretisch eigentlich auch aufmotzen, ne? Aber da fehlen uns, glaube ich, für alles irgendwie noch Technologien, ne? Na gut, noch brauchen wir ja nicht den Platz, noch brauchen wir nicht. Also, Frage ist, was tun wir jetzt? Ich würde tatsächlich auch gerne eigentlich noch mal ein bisschen im Dorf rumgucken. Ja, einfach nur noch mal durchs Dorf durchlaufen. Aber erst werde ich den Schrott hier wegpacken. Ich bin nur am Überlegen. Packen wir den hier hin? Doch, wir haben hier sogar schon Schrott in der Kiste. Gut, dann packen wir das rein. Müssen wir irgendwelche Sachen, können wir irgendwelche Sachen weglassen? Bestattungsurkunde, ja, die hätten wir tatsächlich auch da lassen können. Lehm. Mich interessiert gerade, wo wir Steinschneider 2 herkriegen. Schmied. Das wäre Schmied. Guck mal. Swordmaster. Geil. Regeln des Brennens. Platz für Laterne? Was? Laternennetzwerk? Okay. Perk Feuerwehrmann. Die lodernde Flamme lockt dich. Du weißt viel über Feuer. Also weißt du auch, wie man die Produktivität des Ofens erhöht und kannst mehr Erze per Ladung schmelzen. Oh, das ist ja mal sinnvoll. Aber mich interessiert jetzt tatsächlich, wie ich diesen Eisenschneider 2 herkriege. Fortschritt des Schmelzens. Warte mal, haben wir hier nicht? Nee. Uhuhu.
So, Perk Holzfäller. Fälle einen großen Baum, um zwei Holzstücke zu bekommen. Das heißt, ein Baum gleich zwei macht mehr. Du schwingst die Axt wie kein zweiter. Einen kleinen Baum zu fällen bringt dir mehr Holzscheite. Außerdem kannst du mehr Brennholz und Keile aus Holzklötzen herstellen. Ist also auch etwas sehr, 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 sehr Sinnvolles. Ja, keine Ahnung, wo wir diesen Holzschneider 2... Oder warte mal. Nee, war das Schleifstein? Ach, ich habe schon wieder vergessen. Ich bin dumm. Steinschneider 2, so hieß es. Haben wir nicht, ne? Sehe ich jetzt zumindest nicht. Bei polierten Steinen können wir tatsächlich nämlich auch noch nicht herstellen. Den wir ja bräuchten, wenn wir so ein Räuchergefäß herstellen wollten. Aber wollen wir nicht. So, pass auf. Wir laufen. Einfach mal Richtung Dorf. Ich habe da jetzt ein bisschen Bock drauf. Es könnte jetzt sein, dass es grafisch vielleicht ein bisschen von der Landschaft her zieht. Das tut mir da leid. Das liegt so ein bisschen an dem neuen Telefon und der Kompatibilität dieses Spiels. Aber es kann auch sein, dass es gut ist. Ich weiß es nicht. In den Testaufnahmen war es ein bisschen so. Aber jetzt sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Wer weiß. Habe ich ein Ziel? Nö. Ich will einfach nur noch mal eine Runde hier jetzt rumgucken, ob wir vielleicht irgendwie noch was nicht gesehen haben oder vergessen haben. Wir waren ja schon sehr, sehr lange nicht mehr hier. Weil hier zum Beispiel, ich erinnere mich einfach an ganz viele Sachen nicht mehr. Ich weiß zum Beispiel nicht, wer ist er? Wer bist du und was machst du? Imker? Ach. Was machst du? Guck mal, Freunde, wir können Bienen kaufen. Wir können einfach Bienen kaufen. Wie viele Bienen brauchen wir? Ich weiß es nicht mehr. Oh Leute, wollen wir uns Bienen kaufen? Weil den Schleifstein im Endeffekt, den können wir uns eh nicht leisten. Der kostet ja 10 Oschis. Aber da könnten wir oben die Imkerei anspeisen. Ah, ich weiß doch nicht, wie viele Bienen wir brauchen. Oh mein Gott, wie cool. Ja, das werden wir unbedingt machen. Kann ich dir nicht welche klauen? Geil, dann haben wir richtig echte Zuchtbienen. Ah, vielleicht kriegen wir hier noch eine. Umsonst für lau. Geschenkt. Aus dem Baum herausgeschüttelt. Oh, aber es gab Honig. Das heißt, wir haben dem Imker jetzt ein bisschen Honig geklaut. Auch geil. Sind wir oben schon mal lang gelaufen? Ah, ja, vielleicht, vermutlich. Doch. Was hier kaputt ist, weiß ich nicht. Oh, guck mal, warte. Aha, da ist noch mal Honig. Siehste. Weil die Imkerei habe ich ja auch noch im Kopf. Die reizt mich sehr. Bienenwachs. Ach, ist das schön. Ja, dann würde ich eigentlich fast sagen, lass uns die restlichen Bienen doch dazu kaufen. Lass uns das doch einfach machen. Doch, da habe ich jetzt Bock drauf. Ich meine, ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, sich so eine Qualitätsbiene noch dazu zu kaufen. Weißt du, wie ich meine? Mich würde auch interessieren, was passiert, wenn wir hier jetzt tatsächlich was abfällen. Ob dann jemand ankommt und sagt, nö, so geht es nicht, so mit so einer Pfeife oder so. Hier gibt's eine Kuh. Warte mal, den kenne ich aber noch nicht. Wer bist du? Schafhirte. Hier waren wir noch nicht. Viel Spaß, Kumpel. Der Schafhirte verkauft. Oh, geil. Ernteabfall und Torf. Danke. Nein, danke. Warum kenne ich das doch nicht? Oh, warte. Was willst du? Rosa, wer ist denn Rosa? Warum kenne ich die noch nicht? Die kenne ich auch noch nicht. Guten Tag, der Herr. Wir haben hier die besten Milchprodukte. Und was ist mit frischem Rindfleisch? Oh nein, die Kühe sind unsere Freunde. Wir sind nicht wie die Stadtmenschen. Ich wette, die würden sogar Menschenfleisch essen. Ja, wenn sie es nicht wissen. Geil. Sie glauben, sie seien klüger, aber ich glaube, das sind Barbaren. So, glaubst du? Über Glauben weiß ich vielleicht ein bisschen mehr. Glauben ist mein Geschäft. Glaubst du mir nicht? Halt! Handeln Sie! Ah, jetzt geht sie schlafen. Lady! Oh, da ist die Kiste. Können wir die aufmachen? Da ist die Kiste. Ach, verdammt. Jetzt lungere ich bei der vor der Tür rum? Und wer bist jetzt du?
Warum waren wir in diesem Dorf tatsächlich noch nie? Doch, wir waren doch in dem Dorf. Will dich mit uns reden. Schade, 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 schade. Weil hier ist doch Horarik, ne? Such das tote Pferd. Oh, jetzt regnet es aber richtig doll. Jetzt regnet es aber richtig, richtig, richtig widerlich doll. Oh, was haben die beiden hier für ein Geschäft vielleicht am Laufen? Weiß ich nicht. Oh, komm, wir flüchten uns jetzt mal ins tote Pferd. Oh, ist die Zeit, wo wir mit Frau Hartmut vielleicht mal reden können, oder? Aber kommt die nicht hier? Ist nicht der Wollust? War das nicht so? Wollust, Frau Anmut Taverne. Wo ist sie denn hin? Ist sie weggeflohen? Dich kenne ich auch nicht. Mysteriöse Leute. So, Wagner. Ja, ich hab immer noch das Problem mit der Tinte. Das ist mein Problem. Hier auch einer. Also die mit den Hüten, die stehen ja random überall irgendwie in der Gegend rum, ne? Ah, sein Pech nicht heute. Ob wir jemals mit ihm reden werden können, ich weiß es nicht. Ah, Leute, 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 Leute. Die Tür ist verschlossen, bis ich 30 Freundlichkeitspunkte, Smileys, LSD-Punkte, whatever, bei Horadrik habe. Du redest lieber mit meinem Ehemann. Er hat hier das Sagen. Aber du hast die Rezepte. Fisch, Delikatessen, Rezept lecker und gesund. Oh, aber guck mal, wie teuer. Konditorei. Hört sich auch gut an. Aber nicht für so viel Geld. Nicht für so viel Geld, Frau Kette. Da ist sie, Frau Anmut. Ich werde eine neue Aufnahme machen. Werde Frau Anmut anmütig angucken. Und dann werden wir... Guck mal, wie hoch die sich die Titten geschnallt hat, Leute. Ne? Dann werden wir mit Frau Anmut reden. Wir haben zumindest schon mal die gleiche Haarfarbe und irgendwie auch so die gleichen Pony, ne? Aber die Position ist auch einfach geil. So direkt ins Dekolleté rein. Gezoomt. Wo ist der jetzt hingeglitscht? Der ist bestimmt da in diesem schwarzen Bereich. Wo auch immer. So. Weil die Dame ist mir ja tatsächlich ein absolutes Mysterium. Du schon wieder. Ja, ich schon wieder. Mal sehen, ob es klappt. Ich glaube, du solltest dich entschuldigen. Ich bin kein Kleiner. Ich bin ein angesehener Friedhofswärter. Selbstmutig auftreten. Aber ich bin auch ein großer Fan von dir, also nenn mich einfach Wärter. Fan von der Oberwelt oder was? Vielleicht bist du doch nicht so übel. Dieser Kontrast zwischen deinem schmutzigen Gewerbe und deinen Manieren. Schön, dich zu treffen, Wärter. Sie steht ja so ein bisschen da wie die Dorfprostituierte, ne? Du solltest nicht nur mein Talent, sondern auch meine Schönheit komplimentieren. Ich mag Schmeicheleien. Du hast sehr schöne Augen. Ich habe ein paar Fragen. Siehst du Fragen? Doch, wir können auch Fragen stellen. Ich habe schon Schlangeschlappe gelesen. Vorbei. So. Vielleicht kennt ihr ja den Schlange. Vielleicht ist Schlange ja ihr Sohn oder ihr Verlobter oder ihr Geliebter. Also frage erstmal nach dem Passierschein. Kannst du mir dabei helfen, einen Passierschein zu bekommen? Sonst noch Wünsche? Soll ich vielleicht auch noch die Nacht mit dir verbringen? Ja. Bevor du solche Fragen stellst, sollten wir uns schon besser kennenlernen. Zu dir oder zu mir? Ich weiß nicht, reden wir immer noch von dem Passierschein, oder? Über beides. Wie blöd. In Ordnung, weil du so witzig bist. Ein Freund hat mir erzählt, dass man im Tausch gegen ein paar Gefälligkeiten und einen ordentlichen Haufen Geld einen Passierschein von Schlange bekommen kann. Was heißt ein Haufen Geld? Ich habe kein Geld. Oder war es doch der Bischof? Das ist schon ein Weilchen her und mein Gedächtnis lässt mich im Stich.
Nein, das war ganz bestimmt Schlange. So, so. Also, Stempel soll er haben und auch Passierscheine offensichtlich. Schlange besorgt uns alles. Ich habe Schlange im Kirchenkeller getroffen, aber er ist nicht sehr gesprächig. Vielleicht kannst du mir helfen, mit ihm ins Geschäft zu kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand mit diesem hinterhältigen Bastard normale Geschäfte abwickelt. Ach, übrigens, wenn du ihn siehst, schmeiß ihm diese falsche Münze in seine Visage und dann komm zurück und erzähl mir, wie er reagiert hat. Was? Was? Gib Schlange die falschen Münzen? Geil, jetzt bin ich Falschgeldtransporter oder wie was? Keine Fragen, gehen. Stelle keine Fragen und geh. Ja, aber ich habe jetzt, glaube ich, keinen Platz mehr für die Aktion, oder? In meiner Tasche, oder? Nee. Jetzt liegt da das Geld. In so einer Taverne darf Geld doch nicht lange liegen, Leute. Warum bin ich denn voll? Ich habe zu viel Schleim. Okay, Puppe, ich muss wiederkommen. Lass das Geld liegen. Ich komme wieder. War jetzt aufregend. Guck mal, der Gary ist schon so ewig lang in diesem Spiel. Weißt du, ich habe vorhin gesehen, irgendwas mit, als ich angefangen habe zu spielen, 145 Tage. Richte das jetzt mal hoch. Richte das jetzt mal hoch. Wie lange der schon keine Frau mehr oder ansatzweise vielleicht halt nackt gesehen hat. Und dann kommt so eine gut gebaute Lady. Ja, zickig daher, aber naja, ne? Präsentiert ihr Dekolleté formschön in voller Pracht, ist auch die einzige, die sich hier annähernd erotisch anzieht. Er ist auch nur ein Mann, weißt du? Er ist auch nur ein Mann. Oh mein Gott, so, also, wir wollten jetzt so ein bisschen hier ausräumen. Das tun wir. Ausräumen. Zeit des Neides. Das könnten wir tatsächlich heute vielleicht sogar noch schaffen, Freunde. Also, wir packen jetzt erstmal sämtliche Sachen hier raus. Oh, brauchen wir das? Ja, nö. Das packen wir auch raus. Und dann gehen wir gleich nochmal Richtung Kirchenkeller. Aber wir haben es geschafft. Wir haben Frau Anmut bewiesen, dass man mit uns reden kann. Dass wir, wenn man jetzt die Kammer des Schreckens und vergisst, die Kultiviertheit nicht vergessen haben. Ich überlege, ob ich vielleicht tatsächlich jetzt nochmal eine Runde. Ich habe jetzt Angst, in den Kirchenkeller zu gehen und wieder in so einen Glitch reinzukommen. Ich glaube, ich speichere mal vorneweg vorsichtshalber, wenn wir hier eh schon mal sind. Und gehe eine Runde schlafen. Wir haben tatsächlich eh noch was, was wir hier wegbringen können. Nämlich Honig. Und ja, ehe wir dahin laufen, gucken wir gleich noch, wie viele Bienen wir brauchen. Das machen wir so. Den Honig, den packen wir hier rein. Und ja, jetzt haben wir doch so ein bisschen was wie Platz, ne? Das sieht doch gut aus. Also, pennen wir jetzt eine Runde. Wie das Ganze nämlich gespeichert, was Gutes. Speichere Fortschritt. Wache auf. Es hörte sich ja an. Wir sollten nicht zu viele Fragen stellen. Und gehe ich jetzt um meinen Kirchenkeller? Nee, ist blöd. Wir laufen gleich mal eine Runde hoch und gucken, wie viele Bienen wir brauchen. Und die restlichen Bienen, die kaufen wir tatsächlich dann einfach dazu. Jetzt werden einige sagen, ach wie blöd, sammelt sie doch. Ja, kannst du machen, aber ich habe jetzt Bock, einfach ein bisschen Kohle auf den Kopf zu kloppen. Laufe ich richtig? Ich weiß gerade nicht. Ja, doch. Guck mal. Siehst du, vielleicht kriegen wir hier jetzt nochmal was raus. Aber wenn ich schon wieder gestochen werden, dann habe ich doch gleich wieder so einen roten Balken über dem Kopf. Aber eine Biene war dabei. Wo war der grüne Punkt jetzt her? Haben wir irgendwas zum Essen? Komm, wir essen jetzt mal Rübenschnitzel. Stimmt. Die bessern die Leiste auch nicht auf. Ich hätte gedacht, sie führt ein wenig zur Gesundheit bei, aber hier können wir noch nichts einsammeln. Schade. Ist aber nicht schlimm. Ja, mit der Imkerei können wir wahrscheinlich da trotzdem nicht loslegen. Siehste, guck mal, drei Bienen müssen wir nur kaufen. Das kriegen wir doch hin. Und dann werden wir gleich noch die entsprechenden Latten einfach mal mitnehmen. Ja, komm, das machen wir jetzt. Ah, lauf! Ja, das machen wir. Welche? Diese hier. Ja, komm, nimm 30 mit. Reicht das vom Platz?
baue ich vielleicht gleich unten noch eine Feuerstelle? Ehe ich es vergesse. Ach, stopp, wir wollten ja gucken, was wir eingesammelt haben. Asche, was haben wir eingesammelt? Also, wir haben, was ist das? Asche. Geil. Können wir vielleicht kombinieren, in eine Alchemie reinpacken. Dann, was haben wir noch eingesammelt? Eine Bestattungsurkunde und Salz. Salz? Ernsthaft? Damit können wir kochen. Können wir jetzt das Fleisch pökeln? Und länger haltbar machen. Gut, aber jetzt reicht das schon wieder nicht mehr, oder? Verdammt nochmal. Ich hab's gleich. Episch lange läuft sie 5000 Mal hin und her, ehe wir dann doch endlich loslaufen. So typisch Frau. Aber kennt ihr manche Tage, wo man einfach immer wieder nach Hause zurückläuft, weil man irgendwas vergessen hat? Oh, furchtbar. Ganz, ganz, ganz furchtbar. Also, 3 Bienen wollten wir kaufen. Schnitzel nehmen wir mit. Ja, ich überlege, nehmen wir noch mehr mit? Lassen wir irgendwas da? Oder... Nein, das sollte so jetzt klappen. Siehst du, können wir bei Horadric vielleicht doch eine Bestattungsurkunde verkaufen? Nehme ich die, die wir da jetzt gerade mit im Gepäck rumtragen. Dann haben wir noch einen Platz mehr. So, wir laufen erstmal los. Frau Anmut. Aber es könnte ja sein, dass sie sowas wie die Dorfprostituierte ist. Möglich wär's. Möglich wär's. Sündezeit. Sündezeit ist Getränkezeit. Wenn man natürlich nicht probiert weiterzulaufen, weiß sie nicht, ob es funktioniert. Da ist die Tür. Da habe ich die Tür gesucht. Hallo, Radrik. Ich hätte sogar 2, die ich dir sehr gerne zu einem sehr guten Preis verkaufen würde. Geiler Shit. Fleischpaket. So. Zack. Geschichte und falsche Münzen. Geil. Ich bin sehr gespannt. In der nächsten Sündenzeit steht die Schlange da unten. Oder werden wir ihm das überreichen? Und dann bin ich sehr gespannt, was dann passiert. Laufen wir jetzt noch eine Runde rum. Wir waren ja eigentlich beim Rumgucken, was es hier so alles gibt. Aber es ist ja schon wieder dunkel. Ist ja meistens immer eher so ein bisschen kontraproduktiv, um dann herumzugucken. Hier hat jemand Hühner. Und es ist viel zu dunkel. Ich sehe gefühlt nichts. Ich sehe gar nichts. Da unten ist doch der Dekos Platz. Im Übrigen habe ich letztens irgendwie mal gesehen im Schnitt, dass der Deko in diesen Topf, der hier unten, ja, ist ja irgendwie so ein Topf, der da steht, dass er da drinnen schläft. Dass der da reinkraucht. Ja, das ist mir so noch aufgefallen. Das heißt, der Deko schläft im Topf. Erklärt auch, warum er so ist, wie er ist. Stimmt, guck mal, hier können wir angeln. Wollen wir es nochmal probieren mit dem Angeln? Komm, wir probieren mal uns nochmal am Angeln. Also, wir probieren es mal ohne Köder und probieren einfach mal den hier hinten jetzt rauszuholen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir tun. Außer, dass es Unmengen an Energie kostet, passiert noch nichts, ne? Ich habe ja schon mal überlegt, ob ich mehr Geduld dazu brauche. Wir waren bis jetzt beim Angeln hier auch noch nie erfolgreich, ne? Aber wird mir irgendwann angezeigt, ob da irgendwas dran hängt? Oder bleibe ich jetzt so lange stehen, bis meine Energie alle ist und er dann auf dem Steg zusammenbricht? Passiert nichts! Hä? Also das Angeln verstehe ich ja auch echt null. Es verstehe... Oh. Kochen! Mit dem Fisch, den wir vielleicht rausangeln können oder auch nicht.
Kochen, Freunde, hier können wir kochen. Dafür brauchen wir Technologie. Können wir nicht mal eben schnell einen Baum fällen? Natürlich nicht. Ich will das Kochen probieren. Kriege aus solchen kleinen Dingern nicht Holzstückchen? Auch nicht. Also hier gibt es einen Kochplatz. Wie merken wir uns denn jetzt diesen Weg? Bei den Hühnern nach oben. Also kurz bevor man zu Digo geht. Hier gibt es Federn und Eier. Aber wir wollten zum Imker. Genau das wollten wir tun. Deswegen laufe ich ja eigentlich auch hier rum, ne? Wir wollten zum Imker. Wo war er? Irgendwo hier oben, oder? Das ist da ist eine Kuh. Der Schafhirte. Der aber irgendwie nur Kühe hat. Oh, was willst du? Kenne ich dich? Ich weiß nicht, ob ich dich kenne. Tress, vielleicht. Hi, ich bin Tress. Ich bin der Friedhofswärter. Schön, dich zu treffen. Warum haben wir uns noch nie gesehen? Wenn du Holzmaterialien brauchst, kann ich dir helfen. Für Steinkram musst du meinen Bruder Cory besuchen. Das sind definitiv Brüder. Hä? Warum kenne ich dich jetzt nicht? Okay. Das ist schön, aber ich habe eigentlich den Imker gesucht. Hä? Ach, guck mal, so richtig mit Mühle am Start. Aber wo ist denn jetzt der Imker? Ich glaube, ich laufe falsch. Das Holzlager gehört bestimmt ihm. Ich musste mich gleich nach Hause und die Aufnahme beenden. Hä? Es ist geil, wenn man neue Dinge entdeckt, ne? Wie viele Folgen spiele ich das jetzt schon? Wo ist denn jetzt dieser Imker? Kann mir jemand sagen, wo der Imker ist? Suche Imkerei. Da. Du hattest doch so einen Hut. Yes. Ich möchte gerne 3 Bienen kaufen, bitte. Yes, 3 Bienen. Geil, Freunde, auf Wiedersehen, vielen Dank. So, 3 Qualitätsbienen gekauft. Und mit denen legen wir jetzt los. Mit denen legen wir los. Aber zuerst, meine Lieben, werde ich mich jetzt schlafen legen. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall ein bisschen Materialien herstellen zur Schlange. Also auf jeden Fall als allererstes erstmal zur Schlange gehen und ihm das Falschgeld geben. Und mal gucken, was dann passiert. Ob er uns dann gleich in die Hölle reinschleift oder ob er uns, keine Ahnung, um den Hals fällt. Oder ob er genau weiß, dass das von Frau Anmut kommt. Das werden wir herausfinden. Dann werden wir uns der Imkerei widmen, was wir alles brauchen. Und vielleicht auch ein bisschen was herumalchimieren. Ich weiß es noch nicht. Irgendwie sowas in die Richtung werden wir tun. Und vor allen Dingen auch, Grabumrahmungen werden wir auch noch herstellen. So ein bisschen doch noch Pimp bei Friedhof. Aber jetzt, meine Lieben, gehen wir erstmal ins Bett. Oh, wie geil. Heute hatte ich mal wieder sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch auch ein wenig gefallen. Bisschen amüsiert und unterhalten. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid, meine Lieben. Und jetzt wünsche ich euch noch einen zauberhaften, zauberhaften, schönen Tag. Genießt ihn und seid ein wenig dirty dabei. Tschüss.